Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim, einer Sonderfolge. Zack, 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 muss jemand die Uhr umstellen. Diesmal wieder 15 Minuten folgen. So um die 15 Minuten. Und es ist kein so richtiges Let's Play, aber ich werde trotzdem da reden. Ich habe gedacht, machst du ein Gameplay draus oder machst du vielleicht auch nicht? Da habe ich mir überlegt, mache ich doch. Vielleicht ein bisschen weniger mit reden, aber mehr mit denken. Vielleicht rede ich auch so ein bisschen mit mir selbst dann, wie sonst auch immer. Wir sind an unserem Haus. Ich habe nichts weiter gemacht. Wir deaktivieren die Quest auch. Wir folgen keiner Quest aktuell. Wir machen im Moment nur das Haus. Das heißt, für alle die, die jetzt später zuschalten. Und sagen wir mal Folge, ich glaube, wir sind in 300, keine Ahnung, 4 Folgen später oder so. Das wird jetzt eine Stunden-Session sein, also eine 4 Folgen. Und zählt einfach 4 Folgen runter, denn ich nenne diese Folgen auch unser Haus Teil 1, Teil 2, Teil 3. So um den Dreh. Oder Hausbestückung oder irgendwas. Und dann Teil 4. Und dann nach der Teil 4 geht es dann nochmal weiter. Also erwartet nicht viel. Was ich die ganze Zeit gemacht habe, ich habe hier drin mein Zeug abgeladen oder in Windhelm. Und habe Eisenbachen-Ormos gekauft. 78 haben wir jetzt. Die brauche ich auch. Denn ich muss Scharniere machen. Ne, und ich dachte, mach doch einfach mal. Schlösser brauche ich Korundum. Ne, und ich dachte, soll ich dazu reden? Habe eigentlich auch keine Lust mehr. Ich kam gerade von der Mega-Sessions. 2 Stunden lang Minecraft aufgenommen. Nonstop. Weil diese Sache mit den mehreren halben Stunden teilen. Was ja schon immer ist alleine. Ja. Nee, und dann dachte ich, wollte ich einfach mal mein Haus machen. Aber nachher passiert dann halt was. Deswegen wollte ich das unbedingt mitnehmen. Offscreen will ich sowas nicht machen. Könnte ich aber. Denn erfahren wir ja nicht, wie es dahin kommt. Hat sich gerade was bewegt. Okay. Jetzt mal 4 Schlösser. Wir brauchen Truhen. Die können wir hier drinne herstellen. Ich laufe übrigens barfuß, deswegen hört man dieses Patsch, Patsch, Patsch. So, Behältnisse. Wie ich kann. Toll. Danke. Scharniere. Hier drin fehlt definitiv so eine Werkbank. Oh. Ja, ich könnte die Werkbank ja entfernen, aber das will ich ja noch nicht. Ich bin ja noch nicht fertig. Quatsch, da wollte ich auch gar nicht hin. Lieber ein paar zu viel als zu wenig. Ich geiz nicht mit Geld und Gold. Ich habe genug davon. Erstmal will ich den Lagerraum fertig machen. So, Truhe. So, da stehen sie. Eine ist hier. Die andere sitzt hier so in der Ecke. So, dann könnte man hier noch einen großen Tisch mit Truhe.
wow. Das ist eine große Truhe, definitiv. Sogar eine kleine Schatulle. Cool, ein kleiner Schatz können wir da reintun. Und wir haben Licht. Was Gutes. Ja, wir brauchen dringend Ziegenhörner. Auf jeden Fall mehrere. Glas. Kriege ich denn Glas her? Ja, ich könnte mir mehr Truhen machen. Es fehlen mir Schlösser. Ach cool. Machen wir uns ein paar Truhen hier rein. Ich würde sagen, ich gehe nochmal kurz in den Keller. Den können wir nämlich auch schon mal ausstatten. Tresor. Ah. So ist also. Warte mal, sehe ich das richtig? Hier könnte ich doch tatsächlich. Ah. Okay. Na, ich schaue mich nur ein bisschen um hier. Moment. Wir sollten uns auf einen Raum fixieren und den dann fertig machen. Und dann so nacheinander das Ganze dann machen. Dann würde ich sagen, Beistelltisch. Ne. Schrank. Was war denn das? Habt ihr das auch gehört? Ich gehe mal kurz gucken. Okay, Moment. Ich weiß nicht, ob das hier drin war. Ich habe jedenfalls was ganz Komisches gehört. So, als würden Kinder vorbeilaufen. Könnte aber auch eine. Wie heißen die Dinger? Na, sag schon. Eine Feuerwehr gewesen sein. Ja, nicht Feuerwehr unbedingt, aber. Ja, Lagerraum macht sich doch langsam. Uns Nägel. Ja, das sieht doch schick aus. Und wenn hier Ziegenhörner sind, dann nehme ich sie gleich mit. Gut, wir brauchen Nägel. Die sind halt wichtig für das Ambiente. Warte mal, wie viele Nägel habe ich denn? Zeug. Steht einfach nur Zeug. Eisenbeschläge brauche ich. Eigentlich brauche ich alles. Wieder ein Stückchen geschafft. Ja, und das wird dann halt die ganzen Folgen so weitergehen. Die nächsten vier. Die nächsten drei. Auch noch. Mit ein bisschen Abwechslung, weil wir wahrscheinlich noch nach Reis laufen müssen, um Sachen zu kaufen.
Ach so, die Ton kommt dann, weil man denn da was drauflegen kann. Ah, das ist natürlich auch nicht schlecht. Oh, der Lager, das Lager wird immer voller. Waschbecken auf Podest. Wie sieht das denn aus? Ah. Ist halt ein Lagerraum, also von daher müssen wir nicht zu viel erwarten. Sonstiges. Wo hat sich die Bank gerade hingestellt? Hier jedenfalls nicht. Oder ist es da oben jetzt? Wir haben doch oben ja auch so einen rausgehenden Raum. Muss ich mir mal anschauen. Könnte ich ja mal schauen, wo ich Glas herkriege. Brauche ich den nämlich auch. Ja, das war hier draußen. Oh, hier könnte man super was Geiles zaubern. Es regnet. Gut, ich gehe mal Glas. Wo kriege ich mein Glas her? Ich könnte mal nach Windhelm reisen. Oh, ich reise mal nach Windhelm. Vielleicht kriege ich dort Glas her. Ich weiß nicht, ob 4 Folgen ausreichen. Ich hoffe. Ja. Also im Moment ist unten rechts noch die Leiste noch nicht auf Gelb oder sowas gelandet. Habt ihr meinen guten Hammer benutzt? Seid ihr ein Mitglied der Akademie? Oder habt ihr diese Roben bloß einem echten Zauberer gestohlen? Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Es ist interessant, dass sie mich fragen mittlerweile. So, Glas. Water Barrel Assembly Parts. Okay. Danke, dass ihr hier einkauft. Kochgeschirr, Messer und andere Haushaltswaren. Alles habt ihr hinter der Schmiede nachgesehen? Ich glaube, ich habe ihn dort gesehen. Ihr. Jedes Mal, wenn ich euch anschaue, wird mir ganz heiß. Seid ihr gerne Schmied? Das Schmieden finde ich zwar nicht besonders aufregend, aber wir alle müssen Hand anlegen, so gut wir nur können. Wenn ein Sturmmantel eines meiner Schwerter benutzt, um einen Soldaten der kaiserlichen Armee niederzustrecken, dann habe ich meinen Teil dazu beigetragen, unser Land zu befreien. Mhm. Ein Rat. Kauft. Was wollt ihr, Milchtrinker? Die besten Waffen und Rüstungen. Die brauche ich. Oh, wir werden einiges an Geld los, sehe ich gerade. Eisenbahn, alles. Da haben wir noch Corundum-Erz. Brauche ich nicht. Okay, das war's. Ob
ihr eine Rüstung oder eine neue Klinge braucht, kommt einfach vorbei. Gut, wir haben Glas. Jetzt klapper ich Einsamkeit noch nach Glas ab. Und nach Eisen. Klar, ich könnte mir das Geld auch sparen und selbst was schmieden. Selbst was abhacken. Aber ehrlich, habe ich dazu Lust? Nicht, wenn ich aufnehme. Hier gibt es reichlich frischen Fisch für euch. Ihr und eure Tochter wart bei der Hinrichtung. Swari, ja. Es war hart für sie. Sie vermisst ihren Onkel. Ich habe zu erklären versucht, dass Rockwie etwas Schlimmes getan hat und jeder für seine Aktion verantwortlich ist, aber ein Kind fühlt da anders. Nun lasst euch nicht entmutigen. Wir leben in unruhigen Zeiten. Erst kennenlernen, bevor sie bereitwillig anbeißen. Ihr seht aus, als könntet ihr einen reifen Apfel gebrauchen. Oder eine Tomate, ein Kohl oder einen Lauch. Hier kommen bestimmt sehr interessante Leute vorbei. Manchmal schon. Jari Rawe ist neulich hier, sagte mir, ich solle die Augen offen halten nach Neuankömmlingen in der Stadt, ihr wisst schon. Ja. Kommt wieder, wenn ihr wisst, wie ihr euer Geld. Ihr habt nicht zufällig ein paar Minuten, um zum Hafen zu laufen? Ja. Gut, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.